Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Wir gehen hier im Wald weiter Nebenquests nach und ich habe gerade gesehen, hier gibt es einen neuen Tutorial-Eintrag. Achso, Taktiken Melia und Ricky haben wir uns noch gar nicht durchgelesen. Dann machen wir das mal eben. Meine Spezialtechnik Element abfeuern kann ich unabhängig vom Pegel der Spezialanzeige aktivieren, sobald ich ein Element gerufen habe. Tatsächlich ist es meine Spezialtechnik selbst, die die Spezialanzeige füllt. Erreicht die Spezialanzeige ihr Maximum, verfalle ich in Trance. In Trance wiederum erhöht sich das Ausmaß des Schadens, den ich mit Elementabfeuern erziele. Meine Beschwörungen wie Blitzruf und Flammenruf verfügen über einzigartige Eigenschaften. Ja, ein beschworenes Element verleiht uns bestimmte Stärkungen, bis du es abfeuerst. Dann wiederum fügt es feinen Schaden zu. War es nicht so? Exakt, generell ist es die klügste Strategie, wenn ich die Gruppe mit Stärkungen unterstütze und die Elemente erst gegen Ende des Kampfes abfeuere. Sehr vernünftig, ein abgefeuertes Element verursacht so viel Schaden, dass es schwer werden dürfte, die Monster weiter von dir abzulenken. Also ich sollte es mir zumindest irgendwann mal angucken. Rikis Spezialtechnik. Stimmt, auch die Spezialtechnik von Ricky habe ich noch gar nicht so betrachtet. Ricky hat auch Spezialtechnik. Schnapp heißt die. Klaut damit bösen Monster-Items, Stärke oder KP. Kann alles klauen und Spezialanzeige füllt sich durch Autoangriffe. Ricky super stark. Kleine Attacken machen Helden Pon gar nichts aus. Starker Krieger. Und ein nützlicher noch dazu. Eure Technik Freu-Freu füllt die Gruppenleiste, mit deren Hilfe wir Gefährten wiederbeleben können. Techniken Beiß-Beiß und Spuck-Spuck sind ganz schön gefährlich. Verursachen mit der Zeit mehr und mehr Schaden. Ja, gefährlich. Okay, der Blutungs- und Giftschaden steigert sich auch mit der Zeit. Das wird vor allen Dingen gegen Bosse cool sein. Sehr gefährlich. Und damit der Zeitschaden die Gegner möglichst viel KP kostet, ist es klug, sie gleich zu Kampfbeginn einzusetzen. Na, es gibt sogar noch mehr Tutorials. Was haben wir denn hier alles nicht gelesen? Störende Angriffe. Ätherkollektor. Während der Aufbauarbeiten kann es passieren, dass Monster die für den Aufbau wichtigen Ätherkollektoren angreifen. Solange sie anwesend sind, sinkt die Aufbaustufe. Beseitige sie so schnell wie möglich. Okay, das betrifft wohl Kolonie 6 und das ist mir bis jetzt auch noch nicht aufgefallen. Gut. Nebenmissionen. Im Grenzdorf und in Kolonie 9 hatten wir, glaube ich, auch noch eine bekommen, die wir mal erledigen wollen. Ja, so ein paar sind hier noch. Musikalisches Genie. Tati summt aus Langeweile, aber kennt Lieder, will reizende Melodien aus ganzer Welt. Ach so, besorge 4 Items mit Summ im Namen und mit Klopf im Namen. Ich dachte, das hätten wir teilweise schon gemacht. War da nicht was, dass wir das teilweise schon gemacht haben? Oder gibt es hier wieder so eine Unterquest für? Das kann natürlich auch irgendwie sein, weil hier wird mir nichts angezeigt. Achso, doch, Summ-Sachen und Klopf-Sachen. Okay, die gehören dann natürlich dazu. Achso, man muss von mehreren... Ah, so war das gewesen, genau. Man musste von Summ und Klopf jeweils mehrere sammeln und das war noch in 2 verschiedene Quests aufgegliedert. Dann gehen wir nochmal die Sumpfflaumen holen. Auf dem Bein des Bionis. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich unbedingt dahin wollte. Das kam jetzt mehr oder weniger zufällig. Hier gibt es auf jeden Fall mehr als genug davon. Da drüben zum Beispiel. Mach das mal wieder weg. Gibt es nicht irgendwo mal viele... Naja, komm, wir gehen mal hier hin. Die scheinen mir beide relativ nah zu sein und mehr als 2 brauche ich letztendlich auch nicht. Alles mal mitnehmen, was hier rumliegt. Würzkohl. So, genau. Und dann gehen wir jetzt noch dahin. Kann man auch mal was anderes mitnehmen. Da links liegt, glaube ich, auch noch was. Machen wir einen kleinen Zickzacklauf hier. Na, jetzt weicht es aber doch ganz schön von meiner Route ab. Obwohl, ne, da hinten liegt es. Oh, ich wollte gerade sagen, eine schöne Nachtmelodie, die uns hier um die Ohren klingt und in dem Moment wechselt es zu Tag. Bestätigen. So, und
jetzt brauchen wir noch die Klopfsachen. Da fehlt uns nur noch ein Stück Klopfkohle. Ich denke, der Quest wird uns auch sagen, wo wir das herkriegen. Klopfkohle in der Äthermine. Wie immer starten wir hier in der Mitte und hoffen, dass es dann direkt nebenan ist. Ach ja, da ist quasi direkt einer vor unserer Nase. Beziehungsweise zwei sogar. Zack, zack. Mission erfüllt. So, und wo wir jetzt gerade hier unterwegs sind... ich muss zwischendurch immer drüber nachdenken, welchen Knopf ich hier drücken muss. Kolonie 9. Hier hatten wir jetzt noch eine Aufgabe offen. Eine neue Bruderzwist zu Katsu. Die müsste es gewesen sein, ne? Genau, danach kommen die Monstermissionen, die ich nicht ganz erledigt habe. So, finde eine rote Pollenkugel im Sumpf von Sartor. Das ist interessant, dann kann die auch noch gar nicht so uralt sein, die Quest, weil ich glaube nicht, dass sie einen direkt vom Startgebiet in den Sumpf von Sartor geschickt hätten, ganz am Anfang. So, da. Ach, in dem Unterschlupf von diesem Noppon. Oder kann ich die da kaufen oder tauschen oder was? Schauen wir mal. Ich weiß nicht echt, ey, wie oft ich diesen Weg schon gelaufen bin. Das gibt's überhaupt nicht. Und vor allen Dingen, er ist auch so ultra nervig, weil er sich hier hochschlängelt. Es gibt einfach keinen direkten Weg. Warum kann ich nicht einfach einen Mega-Jump darauf machen? Ach ne, es liegt hier tatsächlich rum, okay. Komme ich da auch irgendwie dran? Danke. So, jetzt muss ich wahrscheinlich zurück. Gelle, erstatte Tsukatsu-Bericht. Tsukatsu ist in Kolonie 9. Und ich meine, es wäre hier im Wohnviertel gewesen. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was es für ein Twist war, aber ich meine, die Brüder oder was auch immer das war, die standen hier im Wohnviertel rum. Aber anscheinend nicht tagsüber. Nachtaktive Brüder, würde ich vermuten. Genau. Bin ich richtig hier? Ja, bin ich auch. Direkt mal versichern, ob nicht noch mehr Quests hier rumstehen. Aber zumindest nachts gerade nicht. So, Noppon. Tsukatsu habt ihr gefunden? Danke, Pon. Tsukatsu bereit für letzten Kampf mit Bruder Pon. Ach, da hat man mal so eine Vision zu, ne? Genau, dass er eigentlich unterlegen ist. Wünscht Tsukatsu Glück, Freunde. Tsukatsu hat gewonnen. Ach, was. Kampf war lang und hart, aber Tsukatsu unschlagbar. Rote Pollenkugel macht Muckis von Tsukatsu super stark. Jetzt kann Tsukatsu verreisen. Tsukatsu verabschiedet sich nicht von allen. Kommt ja wieder. Danke, Pon. Bitte, Pon. Mission erfüllt. Ein Dschungeltop. Leicht. Mal gucken, ob jemand einen Dschungel-Top tragen kann. Oh, 56 Defensive, von daher... Wahrscheinlich eher nicht. Ganz schön viel Ätherabwehr mehr, aber dafür halt physisch weniger. Na gut, und die betrachten wir gerade nicht so. Goodie! Zurück zu... zum Grenzdorf und mal diese musikalische Genie-Quest abgeben.
Achso, das war da unten in der Küche. Genau. Ich könnte jetzt hier rumlaufen. Aber ich glaube, hier rum ist letztendlich doch kürzer. Södele. Da sind wir. Hallo? Hallo, juhu. Zoom-Items und Klopf-Items. Tata, neue wunderbare Melodie. Flut neuer Klänge. Hört euch das an. Inspiration für neue Melodie. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Geschafft. Ende aus. Jetzt Festessen. Lalala und Lululu, Tati dankt euch, Schubidu. Ist klar. Oh, Kletterrüstung und Kletterleggings und Tempo 3. Ist alles nicht so schlecht, würde ich sagen. Und Stufe gestiegen. Die Quest hat sich gelohnt. So, was war's? Kletterrüstung? Wow. 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 Sofort-Todresistenz. Naja, ich bin ja eigentlich immer sehr dafür, dem Tank mal so das stärkste Zeugs anzuziehen, was man hat, ne? Von daher, bitteschön. Und Kletterleggings genauso. Plus 60. Er kann die Schlangenleggings nicht tragen, weil Mittel... Aber ich könnte sie tragen. Der Heilungsdiamant wird mir sogar ein bisschen was bringen. Hatte er nicht die Schlangenleggings an? Oder waren es Panther-Shorts, die er anhatte? Ja, die habe ich auch gerade an. Aber ich klaue mir die Schlangenleggings trotzdem. Schade hat die gerade. Die sind gar nicht so schlecht. Muss Schala mal irgendwann was anderes kriegen. Guck mal, er könnte mal die Panther-Shorts noch nehmen. Das habe ich ihm noch so drauf gemacht. Stärke. Ja, ich glaube, die Auswahl hier war gar nicht so berauschend gewesen. Ach nee, warte mal. Äther, das war ja in der Hose drin. So. Gut. Ich würde sagen, so lassen wir es erstmal. Harmoniemünzen. Dann schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Oh, eigentlich nur noch eine. Und dann, naja, die Herausforderung. Die wollte ich ja auch noch machen. Hilfe für den Heldenporn. Aber auch die ist schon erledigt. Was hätten wir hier noch? Täuscherglut. Gut, dann... Pollenkugelzutaten. Gut umgucken im Grenzdorf. Überall hübsche Pollenkugeln. Brauchen mehr Pollen, damit Dorf hell bleibt. Bringt Pollen her. Im Wald von Magna. Gehen wir mal in die Mitte. Und schauen mal, wie immer. Ach so, das war, genau, das war eigentlich an einer relativ genau beschriebenen Stelle, glaube ich. Wir beamen uns mal hier rüber und nehmen auch die roten Ausrufezeichen mit, die da auf dem Weg sind. Ist nur die Frage, ist das rote Ausrufezeichen oben oder unten? Ich vermute mal hier unten. Oder? Ja. Hier sind sie.
So, Monstermission 2, Teil 1 erledigt. Okay, drei Stück müssen wir von denen umklatschen. Das sollten wir doch hinbekommen. Und hinüber. So, und die letzten sind wo? Da oben. Wie sind die denn darauf gekommen? Ja, toll, die sind überall oben und ich bin hier unten. Das kann doch nicht deren Ernst sein, oder? Dann muss ich jetzt auch mal diese Leiter hier raufkraxeln. Mal wieder, genauer gesagt. Dann ist mein Weg von der Brücke runter. Ach, guck mal, da ist noch was ich aufsammeln muss. Manchmal fügen sich die Dinge einfach. Leute, wo seid ihr so? Ja gut, sie kämpfen von der Brücke oben. Sollen sie das mal machen? Ich hoffe mal... Ah gut, mein Tank ist da. Wollte gerade sagen, ich hoffe mal, der Gegner backt dadurch nicht zu sehr rum. Oh, ich habe noch die Aggro. Kriegen wir das Problem mal kurz gelöst. So. Monstermission erfüllt. Gibt Kohle. Ricky like fighting easy monsters. So, noch eine Mission erfüllt. Sammelmission 4. Abschrecken für... Sammelfarbe abschrecken für Mamapon. So. Ich hatte eigentlich gedacht, mein blaues Zeug ist hier auch gar nicht so weit weg, aber... Es ist doch ein ganzes Stück, aber ich muss auch zu Fuß laufen. Ah, wäre ich eventuell mal oben geblieben. Dann hätte ich mir mal hier diese obere Ebene anschauen können, ob ich da eventuell daherkomme. Oder zumindest gegebenenfalls neue Wegpunkte einsammeln können. Und dann suchen wir wieder die Brücke da hinten auf. Ich wollte mich ja eher nochmal da oben so ein bisschen umgucken, ob es da noch irgendwelche interessanten Sachen gibt. Aber die Monster scheinen sich ja zumindest alle unten rumzutreiben und nicht auf diesen oberen Laufwegen. Ups, können wir mal aufhören, automatisch zu laufen? Danke. Manchmal macht das mit dem. Manchmal bremst er das automatische Laufen ab und manchmal auch nicht. So, eigentlich. Genau, wollen wir jetzt hierher und dann da links rüber und dann auf die andere Anhöhe drauf. So war zumindest mein Plan gewesen. Genau, und dann schlängeln wir uns relativ genau so dadurch, wie er es gerade auch vorschlägt, glaube ich, vom Laufweg her. So, ein paar Grenzdorfbewohner und hier kommt man so Bewohner und hier kommt man sogar wieder runter. Genau dahin, wo ich hin wollte. Ein Träumchen. Na, jetzt wird das nicht mehr so ganz daher, wo ich her wollte. Na, man kann bestimmt auch da links her, oder? Wie hier überall diese Lykos so rumstehen, aber auch nichts mehr von mir wollen. So, eigentlich wollte ich jetzt hier links rum. Und irgendwann müssen hier doch auch mal neue Wegpunkte auftauchen, oder? Genau über uns müsste doch jetzt... Ah, stimmt, da ist auch eine Brücke. Ich werfe einmal einen Blick hier oben rein. Aber gut, da kommt man anscheinend dann auch tatsächlich nur oben rum her. Also es gibt so ein paar Gebiete, die sind tatsächlich auch nur zu erreichen, wenn man oben auf den Brücken entlangläuft. Das werde ich definitiv nochmal nachholen. Das ist bestimmt wieder irgendeine Secret Area oder so da oben. So, und hier haben wir auf jeden Fall einen neuen großen See gefunden. Den wir noch nicht kennen, soweit. Mit einem riesigen Baum drin.
Na, am Wasser wird es diesem Baum zumindest nie fehlen. So, hier sehe ich irgendwas Rotes. Er da. Dann gehen wir da auch mal drauf. Oder können wir da nicht drauf? Weil man da schwimmen muss. Na doch, eigentlich geht das sogar ganz gut. Mission erfüllt. Das ging flotti. Irgendeine Monstermission. Bums. Boah, wie lange es teilweise dauert. Nee, warum komme ich an diese Kiste nicht ran? Doch, weil der Fisch da noch lag. Weil die Hitbox von dem Fisch da noch lag. Unglaublich, wie lange es teilweise dauert, bis die mal weggeht. So, da hinten sind auch noch zwei Sachen zum Einsammeln. Und noch was Rotes. Ah doch, oh, er ist es. The enemy's weak, but don't drop your guard. I don't have time for small fry. Ricky can win by himself. So, kommen wir da jetzt mal irgendwie dran? Ich habe keinen mehr, der schießt, ne? Das ist das Problem. Dann machen wir es doch einmal so. Ist das genehm? So, und jetzt nur die Frage, ob wir den nachher schnell genug umgenugt kriegen. Ich weiß immer noch nicht, wo hier die Seite ist. Was ist mit unserem einzigen Caster in der Gruppe? Macht der auch was? Neuer Ort, Klarwasserfall. Immerhin das, aber irgendwie... Er hat nicht so richtig Bock. Und irgendwie, irgendwas backt hier auch rum. Warum glitscht er hier die ganze Zeit weg? Er macht einfach mal gar nichts hier, unser Noppon. Ich glaube, irgendwas am Wasser hier hat vorhin rumgebackt. Und deswegen passiert hier gerade mal gar nicht mehr so viel. Und das Viech explodiert jetzt. Naja, aber es reicht trotzdem, damit die Mission erfüllt ist. Dann soll mir das recht sein. Vielleicht liegt es auch einfach... Aha, ich glaube, es könnte daran liegen, weil der Noppon so klein ist, der muss im Gegensatz zu uns Homs, der muss hier schwimmen und kann deswegen nicht kämpfen. Kann das sein? Ja, ne? Hätte ich ihn hier auf die Wurzel gezogen, hätte das mit Sicherheit anders ausgesehen. Hadeskäfer. Das ist auch ein schöner Käfername, Hadeskäfer. Nee, das will ich nicht. Ich wollte eigentlich einen Blick auf die Karte werfen. So, wir lernen uns langsam unserem Ziel. Das da wäre gelbe Pollen in irgendwelchen Feldern. Da bin ich auch mal gespannt, wie diese Felder aussehen. Ob die wirklich auch hier als Felder im Gebiet sind. Ob man die irgendwie erkennt. Das wäre natürlich irgendwie cool, so ein gelbes Pollenfeld. Naja, so ein bisschen, glaube ich, oder? Die gelbe Blumenwiese. Oh, ist sie nicht schön. Ja, hier sind tatsächlich ein paar gelbe Blümchen. Hui. Hui. Was wollt ihr hier, meine Freunde? So, ich glaube jetzt, genau, Ricky kämpft jetzt auch irgendwie wieder mit. Booms. Naja, komm, jetzt machen wir sie auch alle weg. Wenn sie uns hier schon pseudomäßig nerven wollen, auch wenn sie im Level etwas low sind, dann hauen wir sie auch weg. Oh, die sind ja alle... Haben die jetzt hier neuerdings alle Stacheln? Was haben wir jetzt schon wieder für ein Quest-Item bekommen? Das ist die zweite Portion grüner Diraubsaft. Puh, riecht wirklich streng. Will Decki wirklich, dass Ababa das Zeugs trinkt?
So, er hat keine Stacheln und ich glaube, ich habe zu früh gedrückt. Und hinfort mit dir. So, zwei Pollen noch. Die werden wir jetzt wohl hoffentlich da hinten finden. Ach, und jetzt sind sie auch alle weg. Na doll. Noch einmal einen Blick hier in die Sackgasse reinwerfen. Sowas kommt mir irgendwie immer verdächtig vor. Aber abgesehen von dieser einen kleinen blauen Kugel scheint hier gar nicht so viel zu sein. Und ein Gegner, der hier rumstapft. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich Bericht erstatten. Aber ich habe gerade noch gesehen... Ah ne, das ist unser Hauptziel. Ich wollte gerade sagen, da ist noch ein rotes Ausrufezeichen. Aber das war es gar nicht. Also die Pollen waren weiter oben auf der Pollenebene. Da hätte ich von vornherein auch mal dran denken können. Naja, ich glaube, so viel höher sind sie gar nicht. Dann latschen wir halt zu Fuß die Treppen hoch. Da ist unser Auftragsgeber. Pollen von gelber Blumenwiese. Jetzt können Pollenlampen weiter leuchten. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Gut gemacht, Schulk. Du machst zusehends Fortschritte. Dunbin, danke für die warmen Worte. Ich werde mir weiter Mühe geben. Ich denke die ganze Zeit, wenn ich die Haare von Dunbin da unten sehe, ich denke die ganze Zeit, Schala steht hinter mir. Ohne Witz. Ich finde, den hätten sie doch etwas eindeutigere Frisuren geben können. Erzählt euch was Interessantes. Lauscherchen Spitzen. Ohne das hier zu schwierig. Rote Pollenkugeln zu machen. Hä, was will er? Deshalb rote Pollenkugeln auch so wertvoll. Ach so. Es ist für ihn ohne die Pollen zu schwierig, rote Pollenkugeln zu machen. Wer hätte es gedacht? Die Ricky-Stufe ist gestiegen. Sehr gut. So. Jetzt haben wir, glaube ich, hier alle Nebenmissionen gemacht, bis auf diese eine Monstermission. Die Herausforderungsmission, die würde ich gerne noch machen. Und ich werfe nochmal einen Blick auf die Karte hier. Aber im Moment sieht mir das tatsächlich alles relativ geschafft aus. Noch einmal auf Nacht switchen. Da rennt ja auch nochmal der eine oder andere Questgeber rum, öfters mal gerne. Aber, wie sie sehen, sehen sie nichts. Gut, dann machen wir jetzt noch unsere Herausforderungsmission. Ich gehe mal davon aus, weil wir ein bisschen überlevelt sind, dass die jetzt auch nicht so mega herausfordernd wird. Ich habe auch von einigen meiner Bekanntschaften gehört, dass am Ende doch einiges an Grind auf einen warten soll. Man kann sie noch niemals hin teleportieren zur grünen Blumenwiese. Ernsthaft, muss ich den ganzen Weg schon wieder laufen. Dann würde ich aber sagen, laufen wir oben rum. Und dann könnte ich auch nochmal da reingucken. Ich glaube nicht, dass wir das in dieser Folge noch schaffen werden, aber wir laufen schon mal ein bisschen los. Nee, will ich hier runter? Nee, eigentlich will ich hier rüber, oder? Genau. Genau, mir wurde so gesagt, dass dann doch ein bisschen Grin zwischendurch auf einen warten würde. Ich frage mich aber, wenn man eifrig Nebenmissionen macht, ob das tatsächlich der Fall ist. Ich meine, Nebenmissionen sind ja immer so ein bisschen nett aufgemachter Grind.
Und das finde ich dann noch okay. Also nur Monster grinnen und töten und so, um dadurch zu leveln, das finde ich auch mal ein bisschen boring, muss ich sagen. Aber ich finde, so Nebenmissionen machen ist voll okay. Gut, aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir werfen einen Blick in das obere Gebiet und gehen dann auf die Suche nach dem Herausforderungsmob. Ich sage hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.